Wisst ihr, man sollte im Leben öfters mal Abkürzungen nehmen, um schneller ans Ziel zu kommen. Nur es gibt so Fälle wie in diesem Fall hier, wenn man eine Abkürzung nimmt, kann es passieren, ja, dass ihr im Schlachthaus landet. Ne? Dann war es halt die falsche Abkürzung, dann seid ihr irgendwann in der Pferdelasagne mit drin, in der Theke bei Aldi. Ich mein's nur, also man sollte echt manchmal aufpassen, man sollte nicht immer Abkürzungen nehmen. Nie immer. Die Eule ist so geil. Oh je. Die 1 und 1 Eule, Shane. Ein paar Sekunden später. Also ich würde das so wie Cartman machen, wenn ich bei jemandem übernachten würde. Und das sind nicht meine Eltern, dann würde ich rangehen und sagen, hier, alte Schabracke, leg jetzt mal auf. Ich will jetzt mal in Ruhe kiffen. Was? Ein paar. Das war ein Hack. Das habe ich ganz genau gesehen. Das war ein Hack. Ich wurde gehackt. Oma Wutz am Apparat. Hallo, Oma Wutz. Oma Wutz. Wir stecken noch im Stau. Wow. Keine Sorge. Wir sind auch spät dran. Nein. Opa hat es mit den Kartoffeln etwas übertrieben. So hört sich das übrigens immer bei uns an, im Treppenhaus. Die Leute, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, was die Leute machen, keine Ahnung, wie die Leute hier hochkommen, ne? Aber ich versuche immer total leise zu sein. Und dann gibt's so Leute, die kommen hier hoch, die hört man schon 30 Kilometer weit, ne? Weil die Stöckelschuhe oder sowas 30 Kilometer weit Geräusche machen und die laufen dann hier hoch. Denkt man, alles klar, Erdbeben und die Russen kommen. Hassig, wie die Pest. Ich bin doch leise. Oh je. Oh je. Es geht ja so langsam, Mom. So kommen wir nie zu Oma und Oma und Oma und Opa. Peppa hat recht. Wir müssen anders fahren. Das ist schlecht. Da gibt's kein Geld. Auf Wiedersehen, ihr alle. Wir nehmen die Abkürzung. Wiedersehen, Peppa. Viel Glück. Die Abkürzung ist sehr holperig. Das macht Spaß. Ja, und das ist übrigens die Endgeschichte von Peppa Wood. Sehr schade, dass es so geendet ist. Die sind mit einem Auto den Berg runtergefahren, haben es überlebt, wurden von Schweinezüchtern mitgenommen, wurden geschlachtet und sind 2 Tage später bei Aldi gelandet. Ja, das ist halt die wahre Story, was mit Peppa Woods passiert ist. Schade, ne, aber manchmal ist es halt so, ne? Kann man nichts machen. Manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Bist du dir da ganz sicher? So vertrau mir. Hallo Enten, wir nehmen eine Abkürzung. Und da frag ich mich auch wieder, ne? Wenn ich eine Abkürzung durch ein Restaurant mache, da gucken mich alle Leute an. Gestern erst durch ein Restaurant gefahren, weil ja, ich habe gerade meine Kontaktlinsen aufgehoben, ne? Und dann bin ich durchs Restaurant, habe ich gesagt, ey, aufpassen, Abkürzung. Und da wirst du gleich angemault. Hier, was soll das? Wer sollten das hier bezahlen und so? Ja, weiß ich nie. Ich nie. Ich kann's nie bezahlen, Mann. Müsst ihr auch selber gucken. Hier, da ist wieder die Hauptstraße. Gut gemacht, alles macht mir Mama falsch. Mama Wutz, immer noch in der Klausis Lostor. Gut gemacht, Mama Wutz. Hallo. Wen haben wir denn da? Oh je. Hallo. Die Musik da. Die Musik ist so bescheuert. Stell mir das gerade einfach mal so vor. Ey. Du wirst gerade so abgeschleppt, sitzt hinten in dein Auto und hörst so eine Musik. So, du weißt, der Tag kann eigentlich gar nicht schlimmer werden. Der Tag kann nicht schlimmer werden. Ja, schön. Aber man muss dazu sagen, man spart damit Benzin. Ne, ist eigentlich eine moderne Art zu fahren. Denk mal drüber nach. Ne? Dadurch, dass ich meinen Wagen nicht anmachen muss, ist es auch wieder gut für die Umwelt. Da muss nämlich nur noch ein Wagen angemacht werden.
Ja, und das machen wir für jeden Wagen. Und wir werden dann von den anderen Wagen geschleppt. Denk mal drüber nach. Ich weiß, ne? Das ist übelst krass, die Idee. Die ist heftig. Ich werde aber ein Patent drauf anmelden. Und wenn das jemand mir klauen sollte... Oh! Ja. Der ist dann tot, ne? Weg. Hab ich nicht mehr da. Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Ich finde die Eule so geil. Die Ärmsten, sie stecken noch im Stau fest. Rufen Sie an. Also ich freue mich immer, wenn ich im Stau feststecke, ne? Auf dem Weg zur Arbeit, da freut man sich schon. Ich zumindest. Ne? Ich mag das auch, wenn Klimaaktivisten, da regen sich immer die anderen, ja, wir wollen auf Arbeit und ich sitze dann so da. Nö, du, macht mal. Ich bleibe jetzt hier stehen, 8 Stunden habt ihr Zeit. Ich würde ein Nickerchen machen, ihr könnt mich in 8 Stunden wieder wecken und dann würde ich wieder nach Hause fahren. Das ist scheiße. Das ist gut. Was scheiße ist, wenn du nach Arbeit von Klimaaktivisten angehalten wirst. Da raste ich aber auch raus, weil dann weiß ich nicht. Also nach meinem Feierabend, so ist schön und gut, man kann fürs Klima kämpfen, aber bitte immer nur von 8 bis 15 Uhr und dann will ich meine Ruhe haben. Dann kann man ja auch, ne, man kann ja am nächsten Tag wieder fürs Klima kämpfen, man muss es ja nicht den ganzen Tag machen, ne. Ja, nervt halt sowas, ne. Finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Kotz mich halt an, ne? Also ich habe wirklich nichts gegen die Klimaaktivisten, ne? Aber wenn sie nach der Arbeit sich irgendwo hinkleben, dann raste ich aus. Dann ist Polen offen. So, vor der Arbeit, kein Stress. 8 Stunden, habe ich kein Problem mit, ne? Auch wenn mal die Deutsche Bahn zu spät kommt. Ja, Deutsche Bahn kommt leider 2 Stunden zu spät. Ich kann leider gerade nie auf Arbeit. Wie machen wir das jetzt? Nee, kann ich nicht. Ich weiß leider nie, wie ich auf Arbeit kommen soll. Ich würde jetzt einfach nach Hause machen, in meinen Pool steigen. Ich habe gar keinen Pool, aber ich würde trotzdem in den Pool steigen und dann würde ich morgen wiederkommen. Ne? Also so regel ich solche Sachen. Wie schon gesagt, ich finde sowas so vor Arbeit, finde ich vollkommen legitim, finde ich in Ordnung. Das ist auch gesetzeskonform nach der Arbeit. Nee. Mag ich nie, will ich nie, kann ich nie. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.